Hey!
Oberliga Innenstadt in der Oberliga gelegen zwischen dem Spielberg und Karlsruhe SC 2:0. Liebe Sportfreunde, André, überrascht mit dem Spielausgang heute? Ja, also ich würde sagen schon. Gefühlt Ballbesitz 75-25. Ja, ich muss sagen, es wäre viel mehr drin gewesen. Erstes Tor, Ballverlust von uns, 1-0. Das hat uns ein bisschen den Plan genommen. Und das zweite Tor, das war ein Traumtor. Das passiert einmal in 3 Jahren. Das macht er nie wieder. Und ja, haben wir uns anders vorgestellt eigentlich. Aber sind eigentlich gut ins Spiel gekommen, haben uns Chancen erarbeitet, hätten eins machen müssen. Und dann kriegen wir, wie gesagt, ein Tor. Und die Pläne waren für die ersten paar Minuten erstmal vorüber. Ja. So wie ich dich verstanden habe, sind die Tore ja etwas unglücklich entstanden. Bist du abgesehen davon mit der Leistung der Mannschaft zufrieden? Ich denke, wir können uns nichts vorwerfen. Wir haben eigentlich bis zum Schluss probiert, versucht, die Bälle nach vorne gespielt. Es war kein Spiel, wo wir jetzt sagen, es war schlecht von uns. Wir hätten was mitnehmen müssen, laut Spielverlauf. Deswegen kann ich der Mannschaft jetzt so kurz nach dem Spiel, Analyse muss man es vielleicht auch angucken, dann kann man mehr sagen. Es gab vielleicht die ein oder anderen Situationen, die man hätte anders machen können. Aber insgesamt kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Es war kein schlechtes Spiel von uns. Ihr seid ja immer noch Tabellenführer. Ja, wie ist die Aussicht und wie stellt ihr euch auf den nächsten Gegner ein? Das ist ja daheim, Freiberg. Ja, wir denken jetzt wie immer von Spiel zu Spiel. Freiberg kommt die nächste gute Mannschaft. Da wollen wir natürlich wieder an die Spiele davor anknüpfen und versuchen, die Punkte zu Hause zu behalten. Ihr geltet ja als Aufstiegskandidat. Was sagst du dazu? Ja, was andere sagen, spielt für uns jetzt erstmal keine Rolle. Wie gesagt, wir denken von Spiel zu Spiel. Und in den letzten Spieltagen schauen wir dann, wo wir stehen und dann gucken wir, was drin ist. Marius, das war ja eine Wahnsinnskiste. Ja, war kein schlechtes Tor, stimmt. Schießt man nicht alle Tage. Sag mal, wie du das gemacht hast. Ja, ich habe halt meinen Freistoß hinter der Mittellinie und ich habe halt gemerkt, ja, der Tormann spekuliert ein bisschen auf den Diagonalball. Ja, und dann habe ich einfach mal draufgehalten und ja, treffen wir nicht immer so. War nicht schlecht. Aber eigentlich darf man mit so einem Schuss bei dir doch rechnen. Ja, ich probiere es während der Runde öfters mal. Ja, und dann habe ich das Glück, dass er reingegangen ist. Schön hinten reingeflogen. Passt. Was sagst du zum Spiel insgesamt? Ja, ich denke, am Anfang war es ein bisschen mehr von der Taktik geprägt. Wir wollten eigentlich ein bisschen höher stehen. Ja, KSC hat mehr das Spiel gemacht. Ja, wir wollten eigentlich schnell nach vorne spielen. Und das hat eigentlich dann ganz gut geklappt beim 1-0. Ja, dann haben wir es 2-0 nachgelegt. Und dann zweite Halbzeit hatten wir noch ein, zwei Chancen zum Netzen. Aber ja, 2-0 passt. Gegen Tabellenführer 2-0 gewinnen. Alles richtig gemacht heute. Gut, ihr habt gewonnen. Über weite Strecken habe ich Karlsruhe aber ziemlich stark gesehen und dann seid ihr ja noch durch Gelb-Rot in Bedrängnis geraten. Bist du zufrieden, so wie ihr aufgetreten seid? Weil normalerweise hätte man auch verlieren können, so ein Spiel. Ja, logisch, aber wenn man 2-0 gewinnt, kann man nur zufrieden sein gegen den Tabellenführer. Klar, wir wollten ein bisschen mehr Ballbesitz haben. Durch das, dass uns KSC immer oft sehr unter Druck gesetzt hat, gerade mit ihren 2, manchmal auch 3 Stürmern, war es dann für uns schwer. Ja, und dann haben wir einfach auf die Fehler vom KSC gewartet. Klar, sie haben mehr Ballbesitz gehabt, haben auch schön in die Schnittstellen immer reingespielt. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir haben kämpferisch überzeugt heute, über 90 Minuten. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit hat es eine Torchance und ansonsten ja, ist immer mehr um 16ern mehr verpufft. Ja, und durch das hatten wir auch das Glück, dass wir 2-0 geführt haben zur Halbzeit. Mit etwas Glück machen wir noch das 3-0. Ja, aber ansonsten mit der Gesamtleistung der Mannschaft alles zufrieden. Ihr habt ja jetzt den Tabellenführer geschlagen und spielt nach wie vor vorne mit dabei. Meint ihr, dass ihr eine Konkurrenz für die Spitze seid? Ich meine, viele tun euch ja natürlich als Überraschungsmannschaft ab, wo das Glück auch mal nachlässt. Was denkst du darüber? Ja, ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, wir wollen Erster oder Zweiter werden. Wir bleiben jetzt so lange oben, wie es geht. Wir haben Spaß jetzt am Fußball. Jeder kommt gerne ins Training, jeder zieht brutal mit im Training. Und das ist, glaube ich, auch die Situation, wo uns gerade wirklich auch auszeichnet, dass jeder für einen anderen kämpft. Dass jeder Gas gibt, dass jeder den letzten Schritt versucht zu machen. Und das zeichnet uns gerade im Moment auch aus, als Mannschaft, als Team. Von Nummer 1 bis 22. Das passt einfach. Der nächste Gegner heißt ja für euch jetzt auswärts Hollenbach. Was erwartet ihr bei dem Gegner? Wie stellt ihr euch auf das Spiel ein? Ich denke, wenn wir wieder so konzentriert 90 Minuten arbeiten wie heute, fahren wir nicht mit leeren Händen heim in Hollenbach. Wir fahren auch sowieso nicht dahin, um zu verlieren. Wir haben schon mal eine riesen Klatsche gekriegt in Hollenbach. Das wollen wir wieder vermeiden. Und wenn jeder 90% Gas gibt, denke ich, ist in Hollenbach auf jeden Fall was drin.
Marius, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Alles klar.